Wie es drinnen aussieht, nämlich in der JVA Bruchsal, zeigt eine Ausstellung im Bruchsaler Rathaus. Wohnhaft wurde die Ausstellung sinnigerweise benannt. Und mit betreutem Wohnen hat das Ganze denn auch wenig zu tun. Denn die Betonung liegt auf Haft. Über die da drinnen erfahren wir da draußen wenig. Wichtig ist es deshalb, eine Brücke zu schlagen von draußen nach drinnen, damit diejenigen, die ihre Strafe verbüßt haben, in der Freiheit besser zurechtkommen. Über das Leben in der Justizvollzugsanstalt will die Ausstellung in Bruchsals Rathaus am Marktplatz hinweisen, die noch bis zum 6. November zu sehen ist. Kernstücke der Ausstellung sind eine maßstabsgetreue Nachbildung der JVA sowie eine Zelle in Originalgröße, ein Gemeinschaftswerk, an dem Mitarbeiter und Inhaftierte mitgearbeitet haben. Auf Texttafeln ist ersichtlich, wie der Alltag in der JVA aussieht. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Leben auf jeweils 8 Quadratmetern aussieht, betreten wir nun den in der Schreinerei der JVA Bruchsal originalgetreu nachgebauten Haftraum. Luxuriös ist das wahrlich nicht. Gleich rechts die Waschgelegenheit. Darüber ein paar Regale für Waschutensilien und persönliche Dinge. Und hinter der Tür die Toilette. Gott sei Dank kann man hier wieder raus. Das Ganze nochmals in der Gesamtansicht. Was man im Hintergrund hört, sind keine Gefängnisgeräusche, sondern die Geräusche des Rathauses. Klingt aber fast genauso. Das Zellenfenster hängt auch ziemlich hoch. Beim Anblick dieser Tür begreift man die Bedeutung hinter Schloss und Riegel erst so richtig. Wir gehen aber nicht, bevor wir einen genaueren Blick auf den Rest der Einrichtung geworfen haben. Radio, Ventilator und Fernsehgerät gibt es auch. Das erinnert mich an den Roman von Hans Fallada, aber ein Blechnapf ist es heute nicht mehr. Auch einen elektrischen Wasserkocher gibt es. Fernseher.
Man muss sich auf den Stuhl stellen, um rausschauen zu können. Eine persönliche Pinnwand ist offensichtlich auch erlaubt. Das Bett sowie ein kleiner Spind. Nun möchte ich Ihnen einige der Informationstafeln vorstellen, um Ihnen diese Lebenswelt näher zu bringen, von den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen über die Geschichte des Bauwerks bis hin zum Alltag hinter Mauern. Was ist zum Beispiel ein Vollzugsplan? Wie viele Nationalitäten gibt es bei den Inhaftierten? Und so weiter. Wenn Sie in Ruhe lesen wollen, einfach das Video anhalten. Hier können Sie sich über den Ablauf eines Hafttages informieren. Über Sinn und Zweck von Strafe. Anhand dieser Tafel erfährt man etwas über das Personal der JVA.
Stand der gegenwärtigen Belegung mit Inhaftierten. Zur Baugeschichte der JVA. Wir schauen uns nun diese eben beschriebene Anlage mal von oben an. Deutlich zu sehen der achteckige Turm in der Mitte, deswegen auch Café Achteck. So sieht es also innerhalb der JVA aus. Thank you.
We can't.